Folge 69 von der Webverbesserin und heute klären wir, warum Facebook Live keine Webinar-Plattform ist. Los geht's! Mit Webinaren erfolgreich. Der Podcast, mit dem du als Trainer, Coach oder Berater online sichtbar wirst. Erfahre hier, wie du dich und deine Expertise durch Webinare gezielt sichtbar machst. Und hier kommt deine Webverbesserin, Mira Giesen. Hallo liebe Webverbesserer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, eine neue Woche steht an und mit dem heutigen Thema leiten wir auch gleichzeitig ein Thema ein, was uns ein bisschen länger beschäftigen wird. Es geht, wie du schon gehört hast, um Facebook Live. Ich werde unfassbar häufig gefragt, ob ich finde, dass Facebook Live Webinaren oder Webinar-Plattformen Konkurrenz macht, ob ich mich in Zukunft auf Facebook Live fokussieren möchte und überhaupt. Und deswegen dachte ich mir, ich werde in der heutigen Episode darüber sprechen, warum Facebook Live aus meiner Sichtweise sich nicht so ganz als Webinar-Plattform Ersatz eignet. Wofür sich Facebook Live aus meiner Sichtweise auf jeden Fall eignet, ist die Promotion, die Webinar-Promotion über Facebook. Und deswegen werden wir darüber dann in der nächsten Episode sprechen. Und ich spoilere dich noch ein bisschen weiter, denn wenn du bei den Marketing Masterminds reinhörst, das ist der andere Podcast, den ich mit drei weiteren Kollegen bespiele, dort wird es in nächster Zeit auch mal um Live-Plattformen gehen. Also sei gespannt, fühl dich bitte jetzt gespoilert. Es wird also in den nächsten Folgen sehr, sehr, sehr viel um diese Plattformen gehen. Genau, wir fangen auch direkt jetzt an und schauen mal darauf, warum ich nicht finde, dass Facebook Live eine vollwertige Webinar-Plattform ist. Generell finde ich, Facebook Live ist eine ganz wunderbare Möglichkeit. Ich habe mich total darüber gefreut, als die Möglichkeit rausgekommen ist. Ich freue mich auch, dass sie immer weiter entwickelt wird, denn generell ist es bei Facebook ja mittlerweile so, dass du nur noch einen kleinen prozentualen Anteil deiner Facebook-Fans erreichst. Das heißt, wenn du zum Beispiel 1000 Facebook-Fans hast, also 1000 Leute, die deiner Fanpage ein Gefällt mir gegeben haben, dann sorgt der Facebook-eigene Algorithmus dafür, dass deine Postings nur noch einem Teil deiner Zielgruppe eingeblendet werden. Hat einfach damit zu tun, dass die Meldungen und die Anzahl der Meldungen auf Facebook mittlerweile wahnsinnig stark zugenommen haben und Facebook einfach sicher gehen möchte, dass du nur noch Meldungen angezeigt bekommst, die dich wirklich interessieren. Und das heißt, wenn du mit einem Unternehmen oder einer Unternehmerin oder vielleicht auch einem Produkt, einer Dienstleistung, das du geliked hast, eine Weile nichts zu tun hattest, das eine Weile nicht kommentiert hast, damit interagiert hast, dann kann es gut sein, dass du die Meldungen von diesem Unternehmen momentan nicht eingeblendet bekommst. Einfach, weil Facebook davon ausgeht, dass es momentan nicht in deinem Interessensbereich liegt. Und generell kannst du das natürlich verändern, indem du über die Suche auf die jeweilige Facebook-Fanpage gehst und dort über den Button Abonnieren einfach das Abonnement veränderst. Du kannst also sagen, möchtest du alle Meldungen oder die wichtigsten Meldungen dieses Unternehmens bekommen. So, jetzt habe ich dich aber schon quasi in ein Insiderwissen eingeweiht, denn der Großteil der Facebook-Fans da draußen weiß das natürlich nicht und das ist ein Riesennachteil als Unternehmer. So, und deswegen müssen wir uns alle natürlich etwas einfallen lassen, wie wir unsere Facebook-Fans mehr erreichen, denn immerhin sind auf Facebook über 1 Milliarde Mitglieder, das ist sehr spannend. Und Facebook ist auch ein Netzwerk, was natürlich annähernd in jedem Altersbereich Mitglieder hat. Also insofern ist Facebook Live eine wunderbare Möglichkeit. Das heißt, wenn du im momentan live gehst, also in deinem Status auf den Live-Button klickst, in deinen mobilen Endgeräten wird das angezeigt und angeboten momentan, dann wird diese Funktion von Facebook und dem Algorithmus unterstützt. Das heißt, deine Facebook-Fans bekommen über den kleinen roten Erdenball eine Extra-Meldung mit, hey, Webverbesserin ist gerade live. Falls du das mal erleben möchtest, wie ich live gehe, dann komm gerne in meine Facebook-Gruppe mit Webinaren erfolgreich. Dort habe ich jetzt einige Webinar-Live-Sessions geplant, also Facebook-Live-Sessions zum Thema Webinare. Oh, wir müssen aufpassen, ich muss aufpassen, dass ich jetzt hier nichts durcheinander bringe.
So, und das war erstmal das kleine Vorgeplänkel. Das heißt, du hast also über Facebook Live eine wunderbare Möglichkeit, mehr deiner Facebook-Fans zu erreichen. Aber wir kommen auch gleichzeitig zu meinem ersten Argument, warum ich jetzt nicht unbedingt finde, dass Facebook Live eine gleichwertige Webinar-Plattform ist. Denn du merkst, du bist hier absolut abhängig von Facebook und du bist auch abhängig von Facebooks, ich nenne es mal Neurosen und Gefälligkeiten. Und das heißt, wenn Facebook vielleicht nächstes Jahr wieder entscheidet, hey, es gibt irgendeinen anderen crazy Shit, den wir jetzt gerade großartig finden, dann kann es sein, dass auch deine Facebook Lives vielleicht irgendwann nicht mehr so gefeatured werden, wie sie es momentan werden. Also das heißt, der Run, den du momentan hörst, warum alle Leute Facebook Live gerade gut finden, das liegt schlichtweg einfach daran, dass wir uns natürlich alle bemühen müssen, unsere Facebook-Fans vollständiger zu erreichen. Generell ist es aber so, dass wir uns damit auch abhängig machen von der Plattform Facebook. Und ich würde dir immer raten als Unternehmer, dich niemals nur von einem Netzwerk abhängig zu machen. Ich behaupte nicht, dass Facebook irgendwann mal geschlossen wird oder gesperrt wird oder verkauft wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, Facebook wird immer ein Netzwerk sein, das einen sehr, sehr großen Einfluss hat. Aber es ist natürlich schwierig, wenn du deine Marketingaktivitäten größtenteils eben auf Facebook legst, weil du merkst, du bist abhängig, ne, von solchen Algorithmen, von solchen Entwicklungen. Die andere Sache ist, und da sind wir auch beim Thema Facebook, du musst dir überlegen, ob überhaupt deine Zielgruppe dort so vollständig vorhanden ist. Es gibt Zielgruppen, wenn du beispielsweise im Bereich B2B bist, da ist Facebook nicht unbedingt der Hauptansprechpartner. Da kann es sein, dass andere Netzwerke für dich interessanter sind und dort zu werben interessanter ist. Also insofern geh bitte nicht davon aus, dass du immer deine komplette Zielgruppe auf Facebook erreichst. Und dementsprechend solltest du da ein bisschen aufpassen. Genauso musst du darauf achten, wenn du das Ganze mal vergleichst, dass du wahrscheinlich, wenn du deine Live-Aktivitäten ausschließlich auf Facebook festlegen würdest oder limitieren würdest, dass du natürlich auch Menschen ausschließt. Denn es gibt sie nach wie vor. Es gibt die Leute, die immer weniger auf Facebook sind, die sich abmelden. Es gibt auch die Facebook-Gegner. Und das ist das Problem. Du würdest diese Leute schlichtweg ausschließen. Also niemals eine Aktivität ausschließlich auf ein soziales Netzwerk, auf einen einzigen Kanal beschränken, weil du einfach merkst, hier wird die eine oder andere Zielgruppe nicht mitgenommen. Zum anderen sehe ich bei Facebook auch eine gewisse Neutralität nicht gegeben. Das heißt, du musst bedenken, damit jemand deine Facebook-Live-Übertragung beobachten kann und sehen kann, muss er in irgendeiner Weise mit dir vernetzt sein. Er muss dir ein Gefällt mir gegeben haben, mit dir befreundet sein oder Teil deiner Gruppe sein. Und das ist zum Beispiel bei einer Webinar-Plattform nicht so. Das heißt, wenn dich jemand noch gar nicht kennt, er hat vielleicht ein bis zwei Blogbeiträge von dir gelesen oder er ist das erste Mal auf deiner Seite und er sieht, ach, der macht ein Webinar, dann kann ich ganz neutral mich dort erstmal quasi einschleusen und zugucken und habe den Effekt von, ich kann denjenigen sehr intensiv und live beobachten. Und das ist tatsächlich ein psychologischer Effekt, der dahinter steckt. Wenn ich aber jemanden erstmal auf Facebook ein Gefällt mir geben muss, ist da tatsächlich so eine kleine Hürde, weil zum Teil weiß ich ja noch nicht, ob mir die Person gefällt. Also du merkst, das kann für den einen oder anderen tatsächlich ein psychologischer Effekt sein, wo du vielleicht auch den einen oder anderen noch nicht erreichst. Und ich denke auch, dass Facebook Live sich super eignet für eine Community-Pflege. Ich glaube, das ist wirklich im Moment ein großartiges Tool, um die Leute zu erreichen, die Fan von dir sind, die mit dir vernetzt sind und auch sein möchten. Aber ich glaube, wenn du an dem Markt weitere Zielgruppen erreichen möchtest, Menschen, die dich noch nicht kennen, erreichen möchtest und auch von dir überzeugen möchtest, dann ist eine Webinar-Plattform auf jeden Fall der neutralere Ort. Und deswegen auch hier sehe ich nicht so ganz, du merkst, eine Gleichwertigkeit zwischen den beiden Tools. Und du merkst aber auch, ich bin trotzdem begeistert. Ich finde das Tool Facebook Live toll. Aber ja, es sind so unterschiedliche Funktionen, die dahinter stecken. Eine andere Sache für mich ist, dass hier auch ein Ablenkungsfaktor natürlich besteht. Das heißt, die Leute sind gerade auf Facebook unterwegs, sehen eingeblendet, die Mira ist jetzt gerade live, super, sie gehen drauf, aber sie sind jetzt gerade nicht wirklich darauf eingestellt, etwas zu lernen, zu hören oder ähnliches. Und
Deswegen haben wir ja auch sehr häufig einen Ablenkungseffekt, ja, dass ich also kurz reinklicke, zuhöre, vielleicht ein paar Kommentare abgebe, aber durchaus auch wieder abspringe. Und ich denke tatsächlich, dass auf Facebook Live es auch eine sehr, sehr, sehr hohe Kunst ist, die Leute zu entertainen, ihnen ja Wissen mitzugeben. Ich habe im Moment ein bisschen den Eindruck, dass da wir alle noch ein bisschen üben und lernen dürfen und auch bessere Effekte in die Facebook Lives einbauen dürfen. Ne? Denn klar, auch bei Webinaren ist natürlich der Ablenkungseffekt da. Allerdings muss man sagen, wenn ich direkt auf Facebook bin und parallel über den Erdball mir wieder 20 Meldungen eingeblendet werden, was meine Freunde gerade tun und die süßen Katzenbabys als Video, du wirst zugeben, ja, die Ablenkung ist irgendwie da. Ein anderes ganz wichtiges Argument ist für mich das Thema List Building. Das heißt, wenn du Webinare gibst, dann ist es ja tatsächlich so, dass die Leute sich in der Regel dort anmelden müssen mit ihrer E-Mail-Adresse. Und das dient natürlich deinem List Building, das heißt deiner Newsletter-Aufbau-Funktionalität. So, jetzt habe ich das Wort total verunreinigt. Du weißt, was ich meine. Es geht darum, dass du einen Newsletter aufbaust, eine Newsletter-Liste. Denn wir haben in diesem Podcast schon mal gelernt, hey, die Liste verkauft. Das ist das, worüber die Menschen später auf deine Angebote und so weiter hingewiesen werden. Und diese Funktionalität solltest du auch nicht ganz außen vor lassen. Es ist unfassbar wichtig, egal von welchem Entrepreneur, du wirst es immer wieder hören, die Leute setzen alle auf E-Mail-Listen. Also schau, dass du auch hier nicht zu viel Power weggibst. Ja, und dann das letzte Argument für mich. Ich finde, dass Facebook Live nicht unbedingt gleichwertig vom Entertainment her ist, was die Tool-Möglichkeiten anbietet. Das heißt, natürlich hast du mittlerweile die Möglichkeit, über Facebook Live auch deinen Desktop zu übertragen mit den entsprechenden Tools. Zum Beispiel BeLive.tv bietet das Ganze an. Aber wenn ich das so mit meinen Trainings- und Webinar-Plattformen vergleiche, dann finde ich schon, dass eine echte Webinar-Oberfläche doch deutlich mehr Funktionalitäten anbietet. Also auch hier finde ich, wenn wir an Whiteboard denken, an Umfragen denken und so weiter, klar, das kann sein, dass das alles weiterentwickelt wird, aber im Moment finde ich schon, dass es von der Funktionalität her einfach noch andere Möglichkeiten gibt, deine Zielgruppe einfach abzuholen während des Webinars, um Folien zu zeigen, etc. Also du merkst, für mich persönlich gibt es da keine Konkurrenz und für mich persönlich gibt es jede Menge Argumente, warum Facebook Live nicht eine Webinarplattform ist. Aber du merkst auch, viele Funktionalitäten auf Facebook Live finde ich großartig und deswegen wird es in der nächsten Folge darum gehen, wie du Facebook Live ja für deine Webinar-Ankündigungen nutzen kannst, wie du das einfach nutzen kannst, um deine Webinare besser zu promoten, aber auch deine Community darauf aufmerksam zu machen. Denn darum geht es ja im Online-Marketing. Es geht um einen Methoden- und Stilmix und ich glaube, das ist ganz wichtig, nicht zu sagen, das eine Tool ist gut, das andere ist schlecht, sondern einfach zu sehen, in der Funktionalität unterscheiden die sich zum Teil geringfügig, zum Teil mehr. Und ich muss für mich gucken, wie ich welche Funktionalität richtig einsetze, ne? Um auch meine Zielgruppen vollständiger zu erreichen, um sie besser zu bedienen und auch einfach zu verstehen, was kann ich von welchem Tool erwarten. Also, jede Menge Input, wie du merkst. Und ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Und damit wünsche ich dir eine wunderbare Woche. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder mit der Webinar-Promotion. Du weißt es jetzt. Wenn du ihn noch nicht kennst, dann hör gern auch in den Online-Marketing-Masterminds-Podcast rein. Wie gesagt, mit meinen Kollegen. Ich verlinke es dir sehr gerne auch in den Shownotes. Und dann wünsche ich dir eine wunderbare Woche. Deine Webverbesserin, deine Mira. Ciao! Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann verbessere auch du das Web und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.webverbesserin.de. Bis zum nächsten Mal.